So, ach nee. Jetzt muss ich hier wieder starten. Scheiße. Komm. Okay. So. Egal. So, und schnell durchrushen. Schneller durch. Dann auch noch mal welche. So, einmal so, dann wieder so. Ach nee. Boah, hoffentlich kommt da nicht noch mehr. Warte mal, wohin geht's da? Kann ich da auch runter? Nein. Kann ich nicht. Oh, wenigstens Speicherpunkt. Kommt den hier noch? Kann ich den noch auseinandernehmen? Ja. Dann kann ich hier rum. Sondern wieder Augen. Okay, wo muss ich lang? Ich habe nämlich keine Lust, jetzt deswegen noch zu sterben. In dem Viecher. Ja, da ist keine gute Idee. Und hier. Ich spüre meine Mitte. Okay. So. Türschloss öffnen. Oh oh. Die Augen sind wach geworden.
Oh oh. Komm. Ich glaube, es kommen nicht noch mehr. Warum sage ich das überhaupt? Klar kommen da noch mehr. Ich muss irgendwie auf die andere Seite da. Ach nee. Toll. Nein, nein. Haha. So, ich gehe lieber darum. Was? Kombi 12. So, das ist jetzt offen. Ah. Hier sind noch mehr Augen. Hier wieder eine Kamera. Boah, ich habe Angst weiterzugehen. Oh nein, noch mehr Augen. Ja. Ein großes Auge. Die anderen sind auch schon groß. Oh oh. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, dann links. Jetzt darum. Nein. Ich bin nichts zu essen. Oh, ja, 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 schnell, schnell, schnell. Du lebst noch. Das war dunkel. Ich war allein. Es fühlt sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Flux ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Oh. Nein. Ja, das hier.
Okay, die Lüfter gehen aus. Sonst gibt es hier nichts. Okay, der hier geht aus. Ah, da ist eine Lücke. Da können wir durch. Da ist Momo. Das ist auch Momo, oder? Baladin? Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Spaltasar, der Außenweltler, der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Sind wir jetzt... Aha. Ameisendorf. Okay. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank, das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm, er war allein. Was hatte er vor? Er ließ sich selbst in den Computer auf und dann war alles anders. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest. Bis eine kleine Katze auftauchte. Aha. War es? Es war? Ich war? Ich war der Wissenschaftler? Ich war ein Mensch? Ich brauche einen Moment. Ja, okay. Ah, ich glaube, die großen Dinger da. Was? Es tut mir leid, ich... Ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Okay. Aber ich wollte jetzt nur Inventar. Kann ich gar nicht. Tap, tap, tap. Oh, das ist so knuffig. Okay, so geht's auch. Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Kann ich da hoch auf das Geländer? Ja. Da kann ich auch nicht hoch. Muss ich wohl hier. Wen haben wir da? Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außerweltler. Außenweltler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine.
Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite deines Bildes geschrieben. Bild von Clementine. Neuen Gegenstand errungen. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf noch. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie die ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Das war zwar. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So viel ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Komm, ich würde sagen, wir gehen nach unten. Einfach mal mit den ganzen Leuten hier quatschen. Alexander, das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keine Gefahr. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinem Gedicht zu arbeiten. Hier, hör mal. Du, mächtiger Wetter, so sagt er mich in seinem Schoße schützt, sollst du auch sein, mein Grab. Ist dir das zu feierlich? So, können wir hier wieder langsam mal runter, wo waren die Treppe? Nein, ich wollte. Nein! Oh, da war ein Platz für ein Nickerchen. Nein! So, und dann nach oben. Hier können wir ein Nickerchen machen. Ah, und. Komm, wir machen jetzt ein Nickerchen. So süß wie die schnurrt. Ein bisschen Entspannung muss auch sein. Aber oh, wie schön die Musik auf einmal wird. Egal, wir stehen jetzt mal auf. Und jetzt ein Leap of Faith. Schade. Tap, tap, tap. Wen haben wir hier? Kundelich. Oh, Hallöchen. Es ist schön so lange her, schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zirks natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Ja, stimmt wohl. Belite, wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Ah, hier können wir kratzen. Wie lange können wir eigentlich kratzen? Das frage ich mich. Na, endlos, glaube ich. Ja. May, wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag niemand, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Okay, Müllbraun. Ah, warte.
Und den juckt einfach nicht. Mumu, ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Er erinnert mich an, warte mal, ich kann nichts riechen, wie schade. Oh. Zoras, mehr ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine Großkünstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ah, wir haben wieder alles aufgebaut. Ah, mit dem kann ich nicht mehr reden. Interessant, wie die Katze da jetzt steht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, da wollte ich hin. Okay, mit dem kann ich nicht mehr quatschen. Gab's unten noch jemanden? Top, top, top. Ich glaube, sonst gab es hier niemanden mehr. Ja, komm, dann gehen wir wieder in Richtung Zentrum. Ach, hier gibt es noch niemanden. Elektrozugs überall. Okay. Mit Isaac. Merken. Ah. Diese Sprache, die Robotergefährten, haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Hm? Aber da fehlt uns noch einiges an Daten, die ich irgendwie vergessen habe oder übersehen habe. Änderung. Den haben wir hier. Ah, wieder kundelig. Komme ich hier wieder zurück. Und gehen hier hoch. So. Hier haben wir Alexander. Ah ja. Hier ging es weiter nach oben. Ja. Ja. Zweiter Satz. Den hatten wir schon. Müssen wir wahrscheinlich hier weiter. Ja. Wer ist denn das? Kochzeit. Dieses Essen ist wirklich grässlich. Aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich freifresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Und wer bist du? Nico! Man nennt mich den Blechkopf, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Hm. Also würde ich sagen, komm, springen wir hier auf. Warte mal. Geht's hier noch weiter nach oben? Hops, hops. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier gibt's nichts. Hops, hops. Aber hier. Hops, hops. Und hops. Mann, hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung gefunden. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze.
Wenn nur einer der Kleinen und flink ist, der Kleinen flink ist, sie für mich holen könnte. Okay, haben wir eine neue Quest. Wer ist das? Death. Pff, mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Okay. Ah, hier geht's auch weiter nach oben. Oh. Na komm, kann ich nicht. Okay, dann sehen wir zu, dass wir weiterkommen. So, hopp und hopp. Und hopp und hopp. Und hopp. Okay, wo geht's denn hier lang? Mm-hmm.